Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den frühen Morgenstunden des 12. November auf der Bundesstraße 4 zwischen Jelmsdorf und dem Stedorfer Kreuz. Nach Polizeiermittlungen war der Fahrer eines Mercedes Sprinter gegen 5 Uhr früh aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten und stieß dort frontal mit einem in Richtung Norden fahrenden Kühl-LKW zusammen. Der Kühl-LKW wurde durch die Wucht des Aufpralls nach oben katapultiert und kippte auf die Seite. Der 38-jährige LKW-Fahrer aus dem Landkreis Uelzen wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der 74-jährige Unfallverursacher, ebenfalls aus dem Landkreis Uelzen, verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat für die weiteren Ermittlungen einen Sachverständigen eingeschaltet. Die Bundesstraße 4 musste für die Bergungsmaßnahmen mit einem Spezialkran bis in die späten Morgenstunden voll gesperrt werden, sodass es trotz Umleitungsmaßnahmen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.